Dieses Game hier sieht einfach wunderschön aus und die Kämpfe sind spektakulär. Auf den ersten Blick eine Mischung für mich zwischen Elden Ring und Monster Hunter. Was über das Game bis jetzt bekannt ist, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Bleibt gespannt, ist definitiv einen Blick wert. Servus Gaming-Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch ein richtig geiles Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Und heute habe ich für euch einen Einblick in Chrono Odyssey. Es sieht einfach verdammt geil aus. Als ich das gesehen habe, war ich absolut geflasht. Wird mit Sicherheit für viele von euch extrem cool sein, aber auch nicht für jeden. Geht nämlich in eine spezielle Richtung. Was alles bekannt ist, erfahrt ihr hier jetzt in diesem Video. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was ihr zu diesem Titel sagt. Seid ihr dran interessiert oder ist das Ganze eher nichts für euch? Bin ich gespannt und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt oder informiert. Die Ankündigung von Chrono Odyssey ist schon ein bisschen her. 2020 wurde das Game das allererste Mal angekündigt. An mir ging die Ankündigung komplett vorbei. Jahrelang war es still um das Spiel. Damals wurde es angekündigt für PC, iOS und Android, also teilweise auch ein Handy-Game. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Das Spiel wird für die PlayStation 5, Xbox Series S und X und für PC erscheinen. Entwickelt wird es auf der Unreal Engine 5 und sieht deswegen auch optisch so spektakulär aus. Die neueste Engine Power. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an den Trailer von der Unreal Engine 5 erinnern. Ihr seht ihn hier auch nochmal kurz eingeblendet. Ich war damals komplett geflasht. Das sah schon wirklich nice aus und sieht man natürlich hier auch bei Chrono Odyssey. Aber da Grafik natürlich nicht alles ist, muss natürlich auch der Rest passen. Das Kampfsystem sieht aber schon ziemlich gut aus. Für mich wirkt die Geschwindigkeit der Angriffe perfekt und sie sind toll animiert. Blocken, ausweichen kann man auch. Die Monster sehen spektakulär aus und erinnern mich teilweise an Monster Hunter. Gerade diese Bestie ähnelt sehr einem Naga. Der erste Eindruck für mich echt top. 6 einzigartige Klassen soll es geben, darunter Schwertkämpfer, Waldläufer, Magier, Paladin, Berserker und Assassine. Sie teilen sich in Nah- und Fernkämpfer auf. Im Trailer sieht man auch schon viele verschiedene Waffen wie Schwertschild, zwei Dolche, ein großes Schwert, Zweihandaxt, ein Bogen oder auch den Magierstab. Ich denke, da wird für jeden die passende Klasse dabei sein. Chrono Odyssey besitzt übrigens ein besonderes Feature. Wir sind in der Lage, die Zeit und den Raum zu manipulieren, was uns erlaubt, die Zeit anzuhalten, Ereignisse rückgängig zu machen, andere Zeitlinien zu erkunden, um scheinbar unüberwindbare Herausforderungen zu meistern. Wenn man natürlich hin und her springt, kann es sein, dass eben das Ereignis noch nicht passiert ist und dann kann man die Herausforderung meistern. Ich bin super gespannt, was da auf uns zukommen wird. Laut Entwickler sind die Kämpfe eine aufregende Erfahrung. Wir müssen die Grundlagen von Angriffen, Verteidigung und Ausweichen meistern und können nahtlos in Echtzeit zwischen verschiedenen Waffen wechseln, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen. Angriffsmuster der Gegner sind ebenso vielfältig wie tödlich, was den Kampf noch mehr Spannung verleiht. Ich zitiere den Entwickler, also seid aufmerksam, perfektioniert eure Fähigkeiten und lasst euch von den aufregenden Kämpfen mitreißen. Wenn man das Ganze so hört und auch sieht, finde ich, schmeckt man so ein bisschen Souls-like raus. Gerade auch bei diesem Fight finde ich schon gewisse Parallelen sind auf jeden Fall da. Vermutlich muss man von den Gegnern das Movement wirklich kennen, um eben ihn gut besiegen zu können. Wie schwer das Spiel später wird, ist momentan natürlich noch nicht klar. Was mittlerweile aber schon bekannt ist, wir können mit unseren Freunden zusammen die Welt von Chrono Odyssey erkunden. Das Spiel soll eine atemberaubende Open World namens Cetera besitzen. Das Interessante, die wunderschöne Landschaft soll sich mit den Jahreszeiten verändern. Das hört sich nach einem Mega-Feature an. Die Entwickler können es natürlich leicht umsetzen, dass im Sommer die Sonne scheint und dann im Herbst es regnet, gewittert. Was natürlich krass wäre, wenn im Winter es dann schneit und der Schnee in sämtlichen Regionen liegen bleibt und das ist dann eben im Sommer nicht so. Das heißt natürlich auch im Text, es soll sich wirklich die Landschaft verändern. Vielleicht ist dann die Vegetation auch unterschiedlich, dass die Bäume erst anfangen zu blühen. Im Winter oder im Herbst sind dann die Blätter abgeschmissen. Da könnte vielleicht einiges möglich sein. Genaue Details gibt es dazu leider auch nicht. Mal schauen, was sie mit der Unreal Engine 5 machen können.
Übrigens ist Chrono Odyssey ein MMORPG. Ich finde, im ersten Moment ist das gar nicht wirklich sichtbar. Nicht jeder mag natürlich MMORPGs, lasst euch aber vom Namen erstmal nicht abschrecken. Für mich persönlich wird es noch interessanter. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich die verschiedenen Klassen wie bei anderen MMORPGs in Rollen aufteilen. Gerade bei dieser Szene sieht man 6 verschiedene Personen in den Eingang reinlaufen und danach gibt es dann einen größeren Gegner. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass das irgendein Verlies oder Raid sein könnte für mehrere Personen und dass sich eben die Klassen in Rollen aufteilen. Ich glaube, vorne sieht man eventuell den Paladin mit der Lanze zustechen, der vielleicht die Aggro von diesem Gegner auf sich nimmt und dann gibt es eben die Damage-Dealer und eventuell einen Heiler. Dazu ist natürlich jetzt noch nichts bekannt, aber das Gameplay könnte auf jeden Fall dafür sprechen. Wer das Ganze jetzt schon cool fand, wird gleich noch mehr geflasht sein, denn es gibt auch in Chrono Odyssey epische Schlachten mit Hunderten von anderen Spielern. Man kann dann gegen gigantische Bestien kämpfen, wie ihr es auch hier seht. Sieht richtig cool aus oder auch gegen andere Fraktionen um die Vorherrschaft. Hört sich für mich wie PvP an, das Wort ist aber nicht genannt worden. Ein genaues Release-Datum ist leider auch noch nicht bekannt. Ihr merkt, einige Fragen sind noch offen. Ich habe euch alle Infos jetzt genannt, die Entwickler offiziell preisgegeben haben. Ich finde aber, der Gameplay-Trailer liefert noch mehr Informationen, die die Entwickler aber jetzt nicht offiziell genannt haben. Und ich möchte mit euch das Ganze mal durchgehen. Bin gespannt auch, was ihr zum Spiel sagt. Schreibt's gerne in die Kommentare rein. Ich beginne mit der Landschaft. Hier, finde ich, konnte man nochmal viel übersehen, wie unterschiedlich die Gebiete eigentlich sind. Wir haben hier einen riesigen Tempel, meiner Meinung nach so südamerikanisch, ja, Inka-mäßig oder vielleicht sogar irgendwie indisch, weil jetzt hier noch ein Elefant mit dabei ist, meiner Meinung nach, mit mehreren verschiedenen Rüsseln. Ist ein sehr geiles Bild, auch mit dem Wasserfall im Hintergrund. Wenn wir jetzt hier den Trailer ein bisschen weiterlaufen lassen, sehen wir jetzt hier ein größeres Bauwerk, wahrscheinlich eine größere Stadt. Im Hintergrund allgemein noch ein größeres Bauwerk. Ich lasse den Trailer mal ein bisschen weiter noch ablaufen. Auch hier dieser Part sieht super geil aus. Man ist direkt im Fokus hier bei diesem Charakter mit diesem großen Langschwert. Zieht euch aber rein, wie der Wind das Gras bewegt. Ich hoffe, das sieht man noch ein bisschen. Sieht einfach mega aus mit der Unreal Engine 5. Hier sind wir in einem größeren Wald unterwegs. Hier wahrscheinlich ein kleineres Dorf. Ich bin auch super gespannt, was man natürlich alles so machen kann. Gibt es verschiedene Händler, eine Schmiede dann im Dorf, eine Taverne. Wir haben hier natürlich ein MMORPG. Lässt natürlich für viele Vermutungen offen. Auch hier mit Sicherheit unser Charakter, ja, ein Reittier. Wir können wahrscheinlich mit dem Pferd unterwegs sein. Lässt jetzt natürlich hier diese Sehne ganz klar hier rausstechen. Ansonsten hatten wir jetzt hier auch nochmal eine verfallene Ruine, wo wahrscheinlich dann auch ein paar Gegner warten. Eventuell kann man Schatz rausholen, ja. Man kann eben hier viele Sachen vermuten. Es sieht auf jeden Fall optisch schon richtig krass aus. Auch hier mit dem Wasser, mit dem Boot können wir auch mit dem Schiff dann eben unterwegs sein. Gibt es mehrere Wasser, mehrere Bereiche auch im Wasser? Können wir schwimmen? Gibt es unter Wasser was? Viele Fragen sind natürlich offen. Im Hintergrund sehen wir dann auch, glaube ich, nochmal das gleiche Bauwerk wie auch vorher. Erster Blick auf jeden Fall sehr spektakulär. Hier sehen wir jetzt auch den ersten, ja, ich glaube schon Bossfight, würde ich sagen. Schon etwas härtere Gegner. Das HUD ist natürlich komplett aus. Wir sehen gar nichts optisch angezeigt. Kein Bossbalken, nicht unsere Balken, wie viel Leben wir haben, Ausdauer, ob sonst irgendwie nochmal eine separate Bar gibt. Vielleicht, wenn die Ulti und so weiter auflädt, könnte ich mir vorstellen, dass diese Zeitmanipulation eben eine ultimative Fähigkeit ist, die sich mit der Zeit auflädt. Auch hier nochmal echt cool. Ich glaube, diese Bauwerke spielen auch in der Story eine sehr besondere Rolle. Sieht man immer wieder mit diesen Linien, ziehen sich auch durch den Trailer durch. Hier nochmal separates Gameplay, meiner Meinung nach jetzt hier mit einem Zweihänder, mit einem Bogen auch mit dabei, verschiedene Fähigkeiten, hier eine Eisfähigkeit beim Magier. Also ich finde, das Spiel auf jeden Fall sieht mega geil aus, sehr interessant. Leider ist eben aktuell noch wenig bekannt, aber freue mich, sobald mehr Informationen preisgegeben wurden. Auch jetzt hier nochmal hinten ein stärkerer Gegner, Batz, haut hier runter. Die Gegnervielfalt hier auch sehr unterschiedlich von der Optik her. Eine mega coole Sache, hier war noch eine Waffe mit dabei, irgendein Gewehr. Auch das hier sieht ein bisschen, finde ich, Nergi-ähnlich aus. Ganz, ganz bisschen. Auf jeden Fall super cooler Gegner, größerer Gegner. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass das hier ein Verlies ist. Irgendein Dungeon, wo man mit mehreren Leuten reinkommen, rein kann. Ihr seht auch hier
der hat auch den Kollegen hier angegriffen, den Tank. Na, hier mit Schwert-Schild wird zurückgestoßen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sich eben die Rollen aufteilen. Gesagt wurde es eben nicht. Tank, Damage-Dealer und dann vielleicht eben auch ein Heiler mit dabei. Auch hier ein sehr großer Wolf. Auch hier wieder verschiedene Klassen mit dabei. Auf jeden Fall verschiedene Waffen. Magier, Zweihand-Axt. Und das sieht jetzt auch sehr interessant aus. Mit diesem riesigen Gegner, wo man jetzt hier 30 Leute wahrscheinlich fighten sieht. Ich bin echt gespannt, wie die Performance aussehen wird, wie die Konsolen natürlich abschneiden, wenn so viele Leute auf den Servern unterwegs sind, wie die ganzen Effekte aussehen werden, ob es dann eben leckt, ne, oder eben nicht, ob das Spiel sauber durchläuft. Viele Fragen sind eben noch offen, aber ich finde, das Gameplay sieht einfach super cool aus. Hier auch nochmal diesen Zeiteffekt. Scheinbar funktioniert das eben mit der Uhr. Einerseits kann man dann eben die Zeit anhalten. Frage ich mich auch, wie funktioniert das im Multiplayer, wenn andere Leute mitspielen, man hält die Zeit an. Mal schauen, wie sie das im Detail gelöst haben. Hier geht es mit Sicherheit um die Story. Auch diese Dame könnte ich mir storytechnisch vorstellen. Hier ist man eben gestorben, kann die Zeit zurückspulen. Bei Autorennen geht das ja schon. In anderen Spielen hatte ich es jetzt noch nie gesehen, dass ich irgendwie zurückspulen kann und eben meinen Tod scheinbar zurückspulen kann und dann eben mich anders hinstellen, anders reagieren, um den Tod eben zu verhindern. Auch hier wahrscheinlich storybedingte Szene. Hier sieht die Welt auch nochmal ganz anders aus. So ein riesiger Canyon. Auch hier sehr waldtechnisch. Auch hier wieder so ein Bauwerk eben. Und auch hier ziehen sich die Linien in dieser Tür eben durch. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ist irgendein Raid, irgendein Verlies ist. Und dass das ein Bossgegner sein könnte. Oder vielleicht ist auch nur ein Gegner in diesem Verlies drin. Und keine Ahnung. Also in letzter Zeit, das letzte Spiel, wo ich gezockt habe, intensiv war eh so ein MMORPG. Die letzten ist auch immer schwer, in so ein Spiel einzusteigen, weil natürlich die Spielzeit meistens von diesen Spielen extrem lange ist. Und deswegen habe ich mich in letzter Zeit dann nie drauf fokussiert. Aber das sieht auf jeden Fall optisch schon richtig nice aus und ich finde auch gameplay-technisch. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein richtig cooles Spiel zeigen. Wer mehr dazu erfahren möchte, bleibt gerne mit dem Abo dabei. Wird auf jeden Fall das Spiel verfolgen, was in der Zukunft noch preisgegeben wird und euch up-to-date halten. Das war es soweit vom Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.